Daniela Büchner, Brandstiftung. Die Bar von ihrem Ex ist abgefackelt. Von seiner Kultbar auf Mallorca ist nur noch Schutt und Asche übrig. Das Chaka von TV-Auswanderer und Dani Bücher Ex Sohl Abdulranzadeh ist abgebrannt. War es wirklich Brandstiftung? Jetzt ist alles nur noch Schutt und Asche. Die Bar von TV-Auswanderer und Dani Bücher Ex Sohl Abdulranzadeh ist vollständig abgebrannt. Die Terrasse seiner Kultbar Chaka auf Mallorca stand in der Nacht zum Donnerstag lichterloh in Flammen. Doch wie konnte es so weit kommen? Vor 4 Jahren erst eröffnete der 35-Jährige seine Cocktailbar an der Playa de Palma, wurde dabei von einem Fernsehteam begleitet. Die Bar wurde schnell zur Kultbar, in der Sohl regelmäßig auch prominente Gäste empfing. Jetzt ist alles hinüber. Sohl Abdulranzadeh glaubt an Brandstiftung. Gegenüber Bild erklärt der Ex von Dani Bücher, das Feuer wurde durch einen Busfahrer am Donnerstagmorgen entdeckt, der dann direkt Polizei oder Feuerwehr verständigt hat. Die Flammen zu löschen hat circa 1,5 Stunden gedauert, berichtet Sohl weiter. Es muss gegen 5 Uhr in der Früh ausgebrochen sein und konnte erst circa 1,5 Stunden später gelöscht werden. Ich selbst habe durch einen Anruf meines Vermieters erfahren, dass es bei meinem Lokal gebrannt hat. Zum Glück ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung etwa 50.000 Euro. Doch der Barbesitzer ist sich sicher. Das war kein Zufall. Sohl glaubt an Brandstiftung. Der Brand wurde ganz sicher absichtlich gelegt, da die Überwachungskameras, die das Areal nachts überwachen, absichtlich gekappt, der Blickwinkel verstellt oder beschädigt wurden. Er ist der Meinung, dass es genug Menschen gäbe, die ihm seinen Erfolg nicht gönnen würde und ihm die Existenz kaputt machen wollen. Der Auswanderer geht aber davon aus, dass sich das bald aufklären wird. Aber die Playa de Palma ist klein. Ich gehe davon aus, dass man die Schuldigen schnell ermitteln wird, erklärt Sohl.